So einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live-Trading der Non-Farm-Payrolls, Live-Trading-Abdeckung, Live-Abdeckung der Non-Farm-Payrolls. Ich kann an der Stelle sagen, ich habe einen Trade, ich weiß allerdings nicht, also der Trade, der ist offen. Also das heißt, insofern ist das eine Position, die auch vermutlich über die Non-Farm-Payrolls hinweg noch bestehen bleibt. Eventuell wird noch eine zweite hinzugenommen. Bin mir noch nicht sicher. Das hängt immer so ein bisschen von der Volatilität natürlich ab, ob der Markt denn dann auch die Möglichkeit zu so einem News Trading gibt. Ich werde aber dennoch eine Idee geben, Idee formulieren, wie man hier die solche News Events generell traden könnte. Und ja, also ich, wie gesagt, erstmal vorab ganz kurz. Ich freue mich natürlich riesig hier zu sein und möchte mich bei Tickmill bedanken, dafür heute hier dann das Event mit begleiten zu dürfen. Und würde in dem Zusammenhang ganz wichtig natürlich, also das bin ich und das ist das NFP Live Trading, würde natürlich hier auf den Risikohinweis erstmal hingehen wollen. Wir müssen es auch ein bisschen sputen. Also wir haben zwar noch eine halbe Stunde rund bis zur Newsveröffentlichung, aber ich kann sagen, ich habe einiges vorbereitet und es tut immer gut vorher klares Szenarientableau sich zu erstellen. Und dieses will ich euch natürlich nicht vorenthalten, aber ich kann sagen, das gibt viele Eventualitäten, die es dann so ein bisschen abzustecken gilt. Und warum, wieso, weshalb das eine Rolle spielt, ist natürlich mit einer der Gründe, warum wir heute hier zusammengekommen sind, nämlich genau da dann eben entsprechend die Ideen auch genauer nachvollziehen zu können. Also, Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Und bevor man mit dem Live-Trading beginnt, sollte man auf jeden Fall seine finanziellen Umstände, die Risikoneigung, Erfahrungsstand und auch Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte, also auch meine zur Verfügung gestellten Inhalte, meine Ausführungen jetzt, stellen natürlich keine Aufforderung zum Handeln selbst dar und dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie eben der Veranschaulichung und entsprechend Weiterbildung. Und dann klick, das bin ich. Die Vita, wie gesagt, die können wir mal irgendwann zu irgendeinem Feiertag oder so gehen wir die mal durch. Ich glaube, viel spannender ist dann erstmal jetzt die folgende Frage, nämlich warum sind die NFPs gerade heute so interessant? Und ich hatte ja gesagt, das hatte ich schon diverse Male gesagt, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass die Fed am 13.06. das getan hat, was sie getan hat. Sie hat nämlich in Aussicht gestellt, dass es dann noch zwei Zinsschritte geben wird. Nämlich, das konnte man ablesen an etwas, was man als sogenannten Dotplot bekennt, dass das darunter bekannt ist. Das sieht übrigens so aus. Klick, so sieht das aus. Also auf den ersten Moment nicht wirklich aussagekräftig, bei genauerem Hinsehen aber sehr signifikant und sehr aussagekräftig sogar. Was wir hier sehen, was gekennzeichnet ist einfach mit diesen Punkten, das sind die stimmberechtigten FED-Mitglieder. Und diese geben ihre Einschätzung ein, wo sie das Zinsniveau zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sehen. Das sieht man nicht besonders gut, denn hier sieht man die Zukunft. Das ist das Jahr 2018, das ist das Jahr 2019, 2020. Und wir sehen dann eben auch hier auf der rechten Achse, da sehen wir dann eben entsprechend das jeweilige Zinsniveau. Also hier nicht so gut, weil diese zwei Charts offensichtlich übereinander geschoben worden sind, aber hier sieht man es dann sehr, sehr gut. Da stehen wir bei 0% oder aktuell eben. Und dann muss man ausgehend von diesen Punkten, die da abgezeichnet sind, sich anschauen, in welcher Range landen wir denn hier. Und was wir erkennen können, ist, dass sich das nicht groß verändert hat. Nur ganz marginal. Ein Punkt von hier ist nach oben gewandert. Und genau das war das Zünglein an der Waage. Dieses eine stimmberechtigte FED-Mitglied, was hier ein dann um 25 Punkte, Basispunkte höheres Zinsniveau eben sieht. Und das erkennen wir daran. Wir haben aktuell ein Zinsniveau, wo wir uns bewegen bei 1, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, 1,75 bis 2. Ist das korrekt? Oh, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich werfe nämlich immer diese Zahlen durcheinander. Aber 1, genau, 1,75 bis 2. Genau, dann wäre die Zinsanhebung die nächste jetzt auf 2 bis 2,25 und dann von 2,25 auf 2,5. Genau, das kommt 2,25 auf 2,5. Genau. So, und Fakt ist auf jeden Fall, dass dann da immer so Zwischenschritte gemacht werden. Also, das ist eher ein Zinsband als ein fixes Zinsniveau. So kann man das dann verstehen, wo dann diese Zwischenräume hierher kommen. Also, aktuell ist eben das Zinsniveau zwischen 175 bis, übrigens, mir fällt gerade was ein, 175 bis 200 Basispunkte. Ganz kurz noch einen Augenblick mal eben. Das habe ich nicht vorbereitet. Ich habe alles vorbereitet, was ich hier präsentieren will und habe das Wichtigste fast vergessen. Es ist das FedWatch Tool. So, das ist nämlich vom Terminmarkt an der Chicago Mercantile Exchange. Da besteht die Möglichkeit, sich anzuschauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit preist der Markt gerade eine Zinsanhebung oder das Zinsniveau in der Zukunft ein. Und das kann man einfach über FedWatch Tool googeln und dann taucht man sofort ganz oben im Ranking, taucht eben entsprechend
diese Betrachtung hier vom Terminmarkt auf. August sieht man, dass man nicht sehen wird, denn da wird nicht erwartet, dass sich überhaupt etwas bewegt. Da sehen wir 175 bis 200. Das ist das aktuelle Zinsniveau oder das Zinsband, in welchem man sich bewegt. Aber dann im September sieht man eben, dass wir dort eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von über 80% haben, dass es zu einer Zinsanhebung kommt. Und ganz besonders eben dann hier im Dezember. Warum August, November nicht? Das sind keine Live-Events. Also heißt September und auch Dezember sind jene Events, wo dann der Jay Powell vor der Presse sitzt, Fragen von Journalisten beantwortet, und eben entsprechend auch seinen ökonomischen Ausblick und dergleichen eben formuliert. Und wir haben eben, und jetzt switchen wir zurück eben hier zu dieser Slide, wir haben eben diesen kleinen Titsch nach oben gesehen auf der letzten Zinssitzung. Das hat auch in einer Stärke im US-Dollar eben resultiert. Und wo wir vorher nur eine Zinsanhebung sahen, weil eben die Mehrheit, oder beziehungsweise eigentlich sind es die zwei unten hier, ja, die haben dann ein leichtes Übergewicht bei jenen gehabt, die eben ausgehend vom letzten Zinsniveau nur einen weiteren Zinsschritt gesehen haben, dann in der zweiten Hälfte. Und genau dieses eine stimmberechtigte Mitglied, was hier nach oben gerutscht ist, macht jetzt die Non-Farm Payrolls unfassbar spannend. Denn der Markt beginnt natürlich ausgehend von dieser Projektion, und nichts anderes ist das ja, ausgehend von dieser Projektion seitens der Fed zu erwarten, dass eben eine zweite Zinsanhebung dann auch folgt nach September, nämlich im Dezember. Und sollten jetzt die Non-Farm Payrolls enttäuschen, aber nicht nur die Non-Farm Payrolls, auch sämtliche anderen Daten, ISM-Zahlen zum Beispiel oder beispielsweise auch BIP-Zahlen, aber eben ganz besonders die Non-Farm Payrolls, der Arbeitsmarkt, der eben eine sehr, sehr gute Indikation für die wirtschaftliche Gesundheit eben gibt, einer Wirtschaft oder konjunkturelle Gesundheit eben einer Wirtschaft gibt. Sollten diese enttäuschen oder unter der Erwartung veröffentlicht werden, besteht eine enorme Möglichkeit, dass all das, was jetzt an Spekulation seit dem 13. Juni begonnen wurde einzupreisen und auch in einer Stabilisierung oder auch US-Dollar-Stärke resultiert hat, dass dann dieses wieder komplett ausgepreist wird. Und was Auspreisen bedeutet, das könnte man sich jetzt am Beispiel zum Beispiel Pfund Sterling anschauen, Pfund US-Dollar, der seit Mitte April ungefähr eine scharfe Abwärtsbewegung gesehen hat, weil man dort nämlich ebenfalls begonnen hatte, eine eigentlich schon sicher gesehene Zinsanhebung komplett wieder auszupreisen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen sehr dramatisch. Das war eine 1000-Pip-Bewegung, also 10 Cent und mehr, die Pfund Sterling zum Dollar verloren hat. Aber darauf ist es zurückzuführen gewesen. Und da sieht man eben, wie wichtig dieser Datensatz jetzt sein kann und weswegen für heute mindestens erhöhte Volatilität erwartet werden kann. Vielleicht sogar dann für die kommenden Tage, also die kommende Handelswoche, der Weg dann vorgegeben wird, in welche Richtung es dort eben dann zum Beispiel vor Euro-US-Dollar weiterläuft. Wir sind auch an einem technisch unglaublich spektakulären Level um die 1,17, 1,17,30. Wenn wir die überwinden zum Beispiel, können wir selbst heute, glaube ich, bis 1,18 durchlaufen, vorausgesetzt natürlich, dass der Markt beginnt, hier dann eben diese zweite Zinsanhebung in H2 2018 wieder auszupreisen. Ich habe hier so eine zweite Grafik, und zwar von einem ebenfalls Analysten, ehemaligen Kollegen von mir, und zwar John Kickleiter. Der bereitet immer den sogenannten Okay, kann man mich jetzt noch hören? Kann man das mal kurz in die Chatbox schreiben? Ich habe jetzt gerade eben hier gesehen, dass die Stummschaltung kurz aktiviert und wieder aufgehoben war. Aber wenn sie aktiviert wurde, war ich vorher zu hören. Okay, sehr gut. Also man kann mich hören. Also Fakt ist, dass diese spekulative Positionierung natürlich eine ganz, ganz wesentliche Auskunft darüber gibt, wie ist denn das große Geld positioniert. Es ist zwar nur ein Datensatz, der eine Momentaufnahme einmal pro Woche gibt. Am Dienstag werden die Zahlen eingesammelt, am Freitag dann immer veröffentlicht. Und dieser Datensatz ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen älter schon. Also ein bisschen älter heißt vor 2 Wochen nahezu veröffentlicht worden. Nichtsdestotrotz zeigt es etwas sehr, sehr Schönes, denn wie gesagt, was wir hier sehen können, ist, dass wir, da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, da muss man ein bisschen um die Ecke denken, im US-Dollar-Future wird auf dem Kopf gerechnet. Also das heißt, wenn man sich jetzt hier die rechte Achse ganz genau anschaut, dann sieht man, da stehen wir bei minus, in dem Fall fast 200.000 Kontrakten. Das wundert man jetzt, das wundert sich jetzt ein bisschen der ein oder andere. Das hat aber damit zu tun, dass wir zum Beispiel Euro zum US-Dollar sehen. Und damit man hier dann entsprechend diese Tatsache, dass der US-Dollar dort im Nenner steht, auch in solch einer Grafik in der Lage ist abzuspiegeln oder abzubilden, wo wir uns hier in Dunkel den Dollarindex anschauen, muss man eben dann entsprechend dieses auf den Kopf stellen. Und deswegen steht da jetzt nach unten, von unten nach oben, im Grunde genommen hier minus 100.000, minus 200.000 und so weiter. Worauf ich aber hinaus will, ist viel interessanter, nämlich das Hellgraue. Wir sehen einen unfassbar aggressiven Umschwung
Den kann man hier erkennen. Also das geht ja fast senkrecht nach oben. Und zwar seitens der Großspekulanten, die angefangen haben, Dollar-Long-Positionen aufzubauen. Nämlich ausgehend von der Meldung der Fed und dieses geswitchten Dot-Plots. Das heißt also etwas anders formuliert. Es ist nicht nur so, dass wir das jetzt hier sehen und der ein oder andere sich dann gerechtfertigt fragt, so, naja, und, also nur weil wir es sehen, heißt es ja nicht, dass es dann auch das große Geld sieht, diejenigen welchen Marktteilnehmer, die den Markt bewegen, sondern es ist auch so, dass das große Geld es sieht, also spekulative Nachfrage, Hedgefonds, Vermögensverwalter, CTAs und so weiter. Und genau das ist eben jetzt das potenzielle Zünglein an der Waage, wenn die Non-Farm Payrolls, wie gesagt, unter der Erwartung veröffentlicht werden. Was ehrlich gesprochen, muss ich jetzt auch sagen, was ich hoffe. Ich erwarte, was ich hoffe, denn das ist auf jeden Fall fast schon Garant für erhöhte Volatilität. Und das ist genau dann eben jener Grund, wo diese Marktteilnehmer, die hier aggressiv Long-Positionen im Dollar aufgebaut haben, in Spekulation auf die Fed auf der falschen Seite potenziell erwischt würden und dann eben zu einem möglichen US-Dollar-Ausverkauf käme, der dann wiederum Euro-US-Dollar zum Beispiel über die 1,17er-Marke, also signifikant darüber pushen würde, bis 1 18 eben und vielleicht sogar dann noch entsprechend höher. So, jetzt muss ich mal kurz hier warten. Ja, ist ein bisschen durcheinander gelaufen, diese Darstellung. Aber jetzt ist alles richtig. Also, was wir hier sehen können, ist nämlich jetzt das erste Szenarientableau. Ich habe drei davon vorbereitet. Wir wollen, wenn wir eins haben, dann haben wir eigentlich die anderen auch schon im Großen und Ganzen. Aber ich will das auf jeden Fall einmal genau durchgehen. Was ich hierzu mache, ist Folgendes. Ich schreibe mir erstmal die Erwartung auf. Wo stehen wir aktuell? Das ist die Erwartung neu geschaffene Stellenachse Agrar, die aktuell ausgehend, diese Zahl habe ich von Bloomberg, bei 195.000 liegt. Das heißt also 195.000 neu geschaffene Stellen, ex Agrar. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne, vielleicht sogar das Zünglein an der Waage, liegen oder werden Monats und Monat, also Month on Month, bei 0,3% erwartet. So, und jetzt kommt hier mein erstes Szenario, nämlich die Non-Farm Payrolls werden kleiner, 160.000 neu geschaffene Stellen, extra Graph veröffentlicht. Also deutlich offensichtlich unterhalb der erwarteten 195 hier. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sehe ich kleiner als 0,3%, wenn es so käme. Dann würde ich das so erwarten, dass ich sage, das ist US-Dollar bearish. Warum? Weil, wie gerade initial schon gesagt, der hawkische Touch, also dieser restriktive Unterton, der aus dieser Verschiebung des Dotplots eben spricht, aus diesem Fed-Statement von vor 3 Wochen, weil der eben konterkariert würde und die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Zinsanhebung in H2 würde kleiner werden. Also das, was wir jetzt angefangen haben einzupreisen, würde wieder ausgepreist werden. Hieße natürlich im Umkehrschluss, dass zum Beispiel Euro-US-Dollar bullisch erwartet werden sollte, mit einem Rücklauf dann über die 1,17, 1,1730, der sogar sehr wahrscheinlich ist. Und der Fokus liegt danach erstmal auf der 1,18, 1,1850er Region. Das wäre das erste Szenario für das erste, für den ersten zu betrachtenden Markt. Für den DAX bin ich gefühlt eher bearish. Das hat auch jetzt damit zu tun, dass auch die Tendenz für den heutigen Handelstag sich in Richtung negativ entwickelt. Ich will das aber noch ein bisschen detaillierter schildern, weil eigentlich sind Equities nicht so spektakulär von den Non-Farm Payrolls betroffen. Also normalerweise ist es eigentlich so, dass sich wirklich der Hauptfokus auf den Zinsmarkt und somit auf die Devisenmärkte, Edelmetalle und dergleichen fokussiert. Warum aber die Equities heute interessant werden könnten, das habe ich hier mittels zweier Tweets ebenfalls vorbereitet. Das ist einer von einem Journalisten von Reuters, nämlich Jamie McGeever. Und Jamie McGeever, der postet immer sehr, sehr gerne das Differential zweijähriger und zehnjähriger US-Schuldtitel. Und was der macht, ist im Grunde genommen, nimmt einfach nur die Differenz. Er guckt sich an, wo preisen wir gerade zehnjährige Bonds, also wo haben die ihr Zinsniveau und wo haben zweijährige ihr Zinsniveau. Und was wir erkennen können, ist, dass sich über jetzt bereits einen längeren Zeitraum eine sehr sogenannte aggressiv abflachende Zinsstrukturkurve etabliert. Das heißt also, du bekommst auf 2-Jahres-Schuldtitel immer mehr Zinsen, also immer ein höheres Zinsniveau und auf 10 Jahre bleibt das nahezu konstant. Das ist jetzt erstmal ja, im ersten Moment nicht so spektakulär, aber im zweiten muss man sagen, umso spektakulärer. Denn was spricht denn das für eine Sprache? Was heißt denn das? Das heißt nichts weiter, als dass man kurzfristig anziehende Zinsen erwartet. Warum? Man erwartet diese kurzfristig anziehenden Zinsen wegen der Fed, die den Zinsanhebungszyklus eingeleitet hat und kontinuierlich an der Zinsschraube dreht. Also kurzfristig, dass die Zinsen steigen. Aber langfristig erwartet man eher eine Stabilisierung des Zinsniveaus, eher sogar fallende Zinsen. Warum? Weil man sehr skeptisch ist für die weitere konjunkturelle Entwicklung aus den USA. Also in dem Fall auf die US-Wirtschaft bezogen. Und das bedeutet also etwas anders formuliert, dass das darauf hindeutet, dass der Markt offensichtlich sich am Horizont eine sogenannte Rezession abzeichnen sieht. So,
Das ist jetzt soweit erstmal ganz okay, denn es gibt jetzt zum Beispiel, dazu habe ich eine zweite Grafik vorbereitet, hier ein Statistiker, nämlich Ryan Dedrick, auch aus den USA. Der hat zum Beispiel hier mal diese Angst, vor der sie sich invertieren. Also man spricht dann von einer invertierenden Zinsstrukturkurve. Der hat sich in diesem Zusammenhang natürlich das auch mal angeschaut und ausgehend von seinen Statistiken ist ihm bekannt, 9 von 9 Fällen ist tatsächlich daraus eine dann Rezession entstanden. Aber, und das ist auch interessant, er sagte, die Invertierung dieser 2- und 10-Jahres-Zinsdifferenz, die folgte im Dezember 1988, Mai 1998 und im Januar 1906. Und der S&P 500, der hat dann 19, 22 beziehungsweise 21 Monate später erst seinen Peak gesehen, hat zwischenzeitlich sogar noch hier 33%, fast 40% und 22% nach der Invertierung zugelegt. Das heißt also etwas anders formuliert, nur weil sich hier eine Invertierung der Zinsstrukturkurve abzeichnet, heißt das nicht, dass morgen dann eine Rezession anklopft und plötzlich es mit der US-Wirtschaft abwärts geht. Aber es ist natürlich so, dass, wie gesagt, der Arbeitsmarkt sehr, sehr wichtig ist im Zusammenhang auf die Gesundheit der US-Wirtschaft. Was umgekehrt nichts weiter bedeutet als, sollten die Non-Farm-Payrolls jetzt enttäuschen und dann hier sich diese Angst auch rund um diese Invertierung oder beziehungsweise diese sich abflachende Zinsstrukturkurve zunächst einmal, invertiert ist sie noch nicht, sollte die sich aber hier jetzt dann beginnen zu beschleunigen, diese Spekulation hier drum, ist das natürlich etwas, was für die Wirtschaft in den USA ein sehr, sehr dunkles Licht wirft und das wirkt natürlich eher negativ auf den Ausblick dann für US-Aktien, für Unternehmen und infolgedessen sollten man Aktien eher bearish erwarten. Also das heißt, diese Erklärung, das war jetzt sehr, sehr detailliert, das ist der Grund, warum ich für den DAX gefühlt eher bearish bin. Ich schreibe auch ganz bewusst gefühlt, weil haben auch schon oft genug gehabt, da konnte die Logik noch so großartig sein und das hat alles Sinn gemacht. Unterm Strich hat der DAX sowieso am Ende gemacht, was er wollte. Deswegen, ich wäre jetzt in gefühlt eher bearish und das hat auch damit zu tun, wie wir gleich sehen werden. Ich habe ja noch die Short-Position aus meinem System-Trade, die sich natürlich infolgedessen nochmal vielleicht günstiger für mich entwickeln würde. Also das heißt, auch aus der Perspektive bin ich ein bisschen befangen dann vielleicht sogar und würde gerne sehen, dass wir auf einen schwachen Datensatz eben einen schwachen DAX in dem Fall sehen. Aber für mich können die Daten auch besser als erwartet reinkommen und der DAX schmiert trotzdem ab. Ist eigentlich egal, Hauptsache er fällt. So, Ziel wäre, das ist natürlich sehr optimistisch, erstmal, ich habe ein Zwischenziel jetzt noch um 12.400 Punkte Intraday, aber in der nächsten Woche könnte, wenn wir unter die 12.400 im DAX zurückrutschen, dann die 12.100 aktiviert werden. Dollar japanischer Yen, sehr zinssensitiv. Wir wissen, dass der japanische Yen ja eine Nullzinswährung ist und gerne für sogenannte Carry Trades als Finanzierungsvehikel herangezogen wird. Das bedeutet, sobald die Zinsen dann weiter fallen oder generell jetzt in dem Fall auch die kurzfristigen Zinsen vielleicht einen kurzen Rücksetzer sehen und sich die Zinsstrukturkurve dann weniger invers in den USA darstellt, wäre das etwas, wovon der japanische Yen gefühlt erstmal oder tendenziell rein theoretisch, so nicht gefühlt, sondern theoretisch profitieren sollte. Und das wäre dann denkbar, dass wir relativ hart gegen die 111 abprallen und eben in Richtung dann des 110er Levels und eventuell auch darunter eben laufen. Und Gold würde sehr stark bullisch erwartet. Also ich würde dann sagen, wenn wir die aktuellen Wochenhochs um 1260 ungefähr sehen, 1259 bis 1260 US-Dollar pro Fine Unze, mit einem Break darüber wird sogar denkbar, dass wir eventuell sogar heute bis 1280 US-Dollar erstmal zunächst marschieren. Also das heißt starke Aufschläge sehen. So, ich habe dazu natürlich jetzt auch schon mal Charts vorbereitet. Und wir können es hier sehen, der DAX. Beziehungsweise ich führe euch mal ganz kurz hier jetzt durch. Also, was wir jetzt hier haben, das ist oben links der DAX. Wir haben hier Gold. Da sieht man übrigens die rote Linie zum Beispiel. Das ist diese 1280er Region. Was man nicht so gut erkennt im Daily, vielleicht sollten wir da auch mal auf die Stunde gehen, ist nämlich hier dieser Bereich 259 bis 260, den es dort zu knacken gilt. Das Interessante ist, hier wäre ein Breakout zum Beispiel dann denkbar mit einem Stop bei 1200 und einem 51 US-Dollar pro Feinunze. Wenn wir den Entry bei der 259 zum Beispiel wählen, dann, oder mehr 260 vielleicht besser, ein Stück weit höher nochmal, dann sind wir bei 9 Dollar Risiko pro Feinunze und sehen auf der Oberseite dann eben nochmal Potenzial von 18 bis 20 Dollar, was ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 liefert. Das ist dann im Falle von Gold. Oh, nee, Verzeihung, der. So, hier unten rechts Euro-US-Dollar, da ist die Attacke jetzt auf die 1 schon bereits vorher. Das ist übrigens ein Zeichen, das gilt so ein bisschen vorsichtig zu sein. Das könnte durchaus ein Fehlausbruch jetzt sein. Das könnte sein, dass wir versuchen da oben, Moment, ich zoome da mal ganz aggressiv raus, so, dass wir vielleicht versuchen da oben jetzt erstmal diesen Widerstand rauszunehmen vor den News. Wie gesagt, in 10 Minuten werden die ja veröffentlicht.
Wir sammeln jetzt alles an Material, so spreche ich mal, nach oben weg. Und dann werden die Daten besser als erwartet veröffentlicht und plötzlich kommt es oder zeigt sich dann im Anschluss, dass es ein Fehlausbruch war und wir nach unten gehen. Also das ist eigentlich was, das möchte ich ungern sehen, dass der Breakout vorher stattfindet. Nichtsdestotrotz ließe sich nicht vermeiden. Das muss man auch dazu sagen. Und hier sieht man, wie gesagt, die 17-17-30er Region und darüber dann eben hier als nächstes Ziel den Bereich um die, in dem Fall waren es sogar Prä-EZB-Hochs. Also das ist der Bereich, den wir noch vor der EZB-Sitzung am 14.06. gesehen haben, von wo wir dann anschließend sehr stark abverkauft worden sind. Und ja, das ist also, wie gesagt, dieses Key-Level, welches überwunden werden sollte, gesetzt dem Fall, dass die Non-Farm-Payrolls eben enttäuschen, also unter der Erwartung von 195.000, vielleicht sogar im Bereich um die 160 reinkommen. Und hier sehen wir noch Dollar, japanischer Yen, der ist tatsächlich charttechnisch am unattraktivsten in meinen Augen. Also wenn ich jetzt ein Ranking erstellen würde, würde ich sagen Euro, Dollar, Gold, dann DAX und dann den Dollar, japanischen Yen. Also ausgehend von der Spannung und auch ausgehend vom technischen Bild, wie sich das darstellt. Denn was wir hier sehen, das ist auch ein Stundenchart auf Dollar, Yen. Wir sehen zwar diese stärkere Widerstandsregion eben hier, Region um so 111, vielleicht ein Stück weit höher, ein Stück weit tiefer, aber alles in allem charttechnisch alles andere als attraktiv. Also wir schauen uns das mal an, in welche Richtung wir hier reagieren, was es da gibt, aber im Großen und Ganzen Erwartungshaltung, dass es da spektakulär wird, ich würde die Bäume da nicht unbedingt in den Himmel wachsen sehen. Also den werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen stiefmütterlich behandeln. So, wir blicken nochmal auf das nächste Szenarientableau. Und jetzt verschieben sich im Großen und Ganzen eigentlich nur noch hier dann entsprechend die veröffentlichten Zahlen, wie die reinkommen. Kurz noch einen Blick. Okay. NFPs kommen um die Erwartung rein. Das heißt, man sieht hier auch, ich spiele ungefähr mit 15.000 auf der Unterseite bis 15.000 auf der Oberseite, irgendwas im Bereich 180 bis 210. In der Tat sogar das wahrscheinlichste Szenario bei der ganzen Sache, dass wir irgendwo hier reinkommen. Das, was dann das Zünglein an der Waage sein wird, sind tatsächlich die durchschnittlichen Stundenlöhne, die, wie gesagt, mit 0,3% erwartet werden. Sollte diese Zahl kleiner als erwartet sein, wäre für den Dollar in dem Fall ein bärischer Impuls zu erwarten. Euro, US-Dollar bullish, also hieße, da gehen wir wahrscheinlich und auch nachhaltig über die 1,17. Beziehungsweise wir prallen auch zum Beispiel gegen die 111er-Region im Dollar-Yen ab oder wir sehen auch bullisches Momentum eben im Gold, Equities, DAX wahrscheinlich eher neutral, ehrlich gesprochen. Aber ich will das ganz kurz erklären. US-Dollar soll auf jeden Fall initial bärisch verlaufen. Ja, weil eben größtenteils auch schon vieles eingepreist ist. Also selbst wenn die Average Hourly Earnings mit 0,3% reinkämen, ja, dann wäre vieles bereits eingepreist über die letzten Tage durch eben diese gerade schon initial präsentierte Dotplot-Betrachtung. Eventuell etabliert sich dann eben anschließend eine Dollar-Abwärtstrendsequenz, ja, da größtenteils eben eingepreist. Das ist, was ich hier schreibe. Das heißt, der Dollar könnte dann zum Euro, zum Pfund und so weiter eben tatsächlich eher unter Druck geraten. Und die Wahrscheinlichkeit zweiter Zinsanhebung sollte allerdings unverändert bleiben. Also da sollte sich nichts verändern. Und hier sieht man das, ich habe es dann geschrieben, Euro-Dollar neutral mit leicht bullischer Tendenz. Die Attacke sehen wir jetzt schon, 17:17:30, wenn der Bruch zum Wochenschluss erfolgt. Ich habe hier geschrieben, dann eher unwahrscheinlich. Heißt, wir können vielleicht mal kurz drüber gehen, sehen aber dann vielleicht eher wieder in den Folgestunden einen Abverkauf eines initialen Überwindens dieses Levels. DAX eher neutral, wie schon gesagt, Handelswoche sollte irgendwo in der Range dann auf Stundenbasis zwischen 100 und 400 bis 430 wahrscheinlich beschlossen werden nach dem Ausbruch gestern, wo ich natürlich ehrlich gesagt jetzt nicht so traurig wäre, weil das wäre auf jeden Fall unterhalb des Einstiegslevels meines Trades, der gegen diese Tiefs um so 550 ungefähr aufgesetzt wurde. Dollar, japanischer Yen neutral, Potenzial sich dann über 110 erstmal zu stabilisieren und die Woche auch zu beschließen. Grundsätzliche Tendenz für die kommende Woche ist aber eher bearish. Hängt aber auch ganz wesentlich dann eben davon ab, weil sich eben nichts hinsichtlich des Zinsausblickes oder sonst dergleichen verändert. Hängt ganz wesentlich davon ab, gibt es denn irgendwelche bärischen Treiber, hinsichtlich Handelskrieg, Eskalation oder sonst dergleichen. Das müsste abgewehrt werden. Dann wäre der japanische Yen wieder so der klassische, ja, Risk-on, Risk-off-Abhängige im Grunde genommen. Und dann müsste man eben schauen, in welche Richtung dort die Tendenz seitens des Marktes geht. Das ließe sich schwierig prognostizieren. Und Gold initial vielleicht kurz bearish, also vielleicht gibt es eine Attacke auf der Unterseite. Die Tendenz geht aber trotzdem eher in Richtung bullish, weil wir eben
Man sieht es auch wieder, solider Datensatz dürfte größtenteils eingepreist sein. Und schärfere Gegenbewegung mit erstem Ziel um 2,80 wären auch hier einzukalkulieren. Also sprich, Gold wäre dann in dem Fall, dass die Zahlen wie erwartet reinkommen, wirklich das Spannendste. Weil es könnte durchaus sein, dass es eine kurze Attacke auf diesen Bereich um 2,50 gibt, aber dass wir dann nach einem kurzen Push nach unten plötzlich auf der Oberseite eben die Performance oder das Momentum aufnehmen und dann in den Folgestunden, in den Wochenschluss hinein die 260er-Region eben attackieren und auch entsprechend überwinden. Und dann das finale Tableau, auch das natürlich der Vollständigkeit halber wichtig, größer 220.000 neu geschaffene Stellen. Nach den ADP-Zahlen am Mittwoch wäre das ein bisschen unwahrscheinlich, muss ich auch sagen, weil die ADP-Zahlen sind ja unter der Erwartung veröffentlicht worden. Dazu können wir noch mal ganz kurz hier einen Blick werfen. Wo haben wir es da? Und zwar, da sieht man es, von Mittwoch, das ist die Webseite Trading Economics, die ich dazu auch sehr, sehr gerne heranziehe, weil die sehr detailliert ist und kostenlos zur Verfügung steht, neutral ist, das heißt wirklich eine unabhängige, super gute Informationsquelle. Wir sehen die, wo sind wir denn jetzt? Friday, Thursday? Da sind die ADP-Zahlen, genau. Da sind wir mit 177 gegen 190 erwartet veröffentlicht worden. Das ist auch durchaus interessant, diese Veröffentlichung, weil sie unter der Erwartung liegt und jetzt eigentlich die Tendenz in Richtung Daten würden wahrscheinlich nicht unbedingt überzeugend reinkommen. Auch weil hier zum Beispiel die ISM Non-Manufacturing Employment Komponente leicht unter der Erwartung lag. Also dieses Szenario ist das Unwahrscheinlichste in meinen Augen. Entweder schlechter oder um die Erwartung herum, dass es wirklich signifikant besser ausfällt, würde ich sagen, aktuell Tendenz geht eher weg davon. Und Dollar wäre eher bullish, da eben der hawkische Touch so ein bisschen unterstrichen würde. Aber nichtsdestotrotz, vieles nochmal ist bereits eingepreist. Das heißt, selbst auf eine über der Erwartung liegende Veröffentlichung heißt das jetzt nicht, dass wir da eben entsprechend eine ja, dass wir dann starken US-Dollar-Wochenschluss sehen. Und jetzt will ich gleich mal hier rüber switchen. Wir gucken uns das an. Ich will auch mal ganz kurz hier noch was zeigen. Und zwar den Spread einblenden. Was man sehen kann, ist, dass der Spread sich ausweitet. Das mache ich deswegen, weil ich jetzt hier ungefähr bei Thickmill weiß, dass der durchschnittliche Spread zwischen 0,2 bis 0,3 Pips ungefähr liegt. Und desto näher wir an diesen Datensatz rankommen, 14:30 Uhr, also hier eine Stunde vorwärts, aber ist egal. Desto näher wir rankommen, desto weiter wird sich dieser Spread ausweiten. Wenn ich weiß, dass er bei 0,2 bis 0,3 liegt, muss ich im Anschluss an die Veröffentlichung warten, bis der sich wieder in dieses Bereich zurückgezogen hat. Einfach dann, um sicherzugehen, dass ausreichend Liquidität zur Verfügung steht und dass ich eben dann weiß, da sind wieder ausreichend Käufer, Verkäufer, genug Markttiefe vorhanden. So, ich habe jetzt übrigens ganz kurz, wie mache ich das denn jetzt? Also, wie finde ich denn jetzt den Datensatz raus? Ich zeige euch das kurz, wie ich das mache. Ich nutze dafür Twitter. Und zwar hier. Klick. Ich brauche aber initial Twitter erstmal nur stiefmütterlich, weil ich jetzt hier auf 6 Sekunden einfach gucken werde, in welche Richtung der Markt veröffentlicht wird. Jetzt gucken wir mal. Da kommt der Datensatz. Euro-Dollar. Schlechter als erwartet. Definitiv schlechter als erwartet. Wir sehen sofort hier den Push auf der Oberseite. Wir sehen Gold bullish. Wir sehen auch interessanterweise DAX initial bullish. Das ist interessant. Und hier sehen wir Dollar-Yen auf der Unterseite. Also das heißt, wenn wir das jetzt alles also dieses Szenarientableau einarbeiten, wissen wir, dass die Zahlen auf jeden Fall unter der Erwartung veröffentlicht worden sein müssen. Und jetzt kurzer Augenblick. Ich gucke mal hier auf das Update. Ach nee, guck mal einer an. 213.000. 213.000. Das heißt also, die neu geschaffenen Stellen über der Erwartung. Aber offensichtlich, der US-Dollar kann davon nicht profitieren. Also durchschnittliche Stundenlöhne unter der Erwartung. Für die nächste Überlegung. Moment. Es dauert jetzt ein bisschen, bis sich die Seite hier geupdatet hat. Average Hourly Earnings. Aber ich habe sie nur hier auf Year on Year. Also das heißt, Jahresdate. Ich muss mal gucken. Den Monatssatz, den habe ich hier noch nicht jetzt gesehen. Einen Moment. Nee, hier habe ich noch nichts. Okay. Also der Datensatz, den ich brauche, ist der Monatssatz. Month on Month. 02. Danke. An Tom, vielen Dank. Der hat es gerade in die Chatbox geschrieben. Das ist das, was ich sagte. Also, wo kommen wir raus? Nicht, also wir sind über der Erwartung, ja, aber ich glaube, es ist besser, dieses Szenarientableau sich anzuschauen. Das zweite. Knapp drüber, 213 gegen 210. Also hier kommen wir raus. Das ist das, was ich sagte. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Und wir sehen die Average Hourly Earnings mit 0,2. Also das war das, was ich sagte. Erinnert euch dran. Das ist keine 10 Minuten her. Wenn die Zahl kleiner ist als erwartet, wäre trotz guter Zahlen hier mit den 200, dann in dem Fall 13,
wäre das enttäuschend, weil das für die wirtschaftliche Entwicklung eine bessere Indikation gibt, die durchschnittlichen Stundenlöhne. Jetzt die nächste Frage. Na, willst du nicht langsam mal aktiv werden und irgendwas machen? Nein, denn wir müssen jetzt erstmal warten. Wir sehen immer noch relativ starke Spread-Ausweitung. Euro-US-Dollar ist eine sehr, sehr gute Indikation. Wir sollten jetzt an dieser Stelle einfach warten, bis der Spread sich wieder genau in diesem Bereich, der von uns von Tickmill gewohnt ist, also zwischen 0 bis 0,2, 0,3 Pips, bis der sich da stabilisiert mal für 2, 3 Minuten. Das sieht jetzt schon ganz gut aus. Also es sieht danach aus und das ist eben dann auch das Zeichen für qualitativ hochwertigste Liquidität, die hier zur Verfügung gestellt wird, die genutzt wird, die den Kunden zur Verfügung gestellt wird in einem Broker, dass nämlich jetzt schon nach 2 Minuten der Spread sich wieder auf ein normalen Maß eingependelt hat. Ich habe auch, jetzt müsste man mal schauen, es gibt sicherlich so Spread-Statistiken, die Tickmill vielleicht. Vielleicht ist die Elena gerade da. Vielleicht sagt die jetzt gleich, ja, kann ich dir gleich sofort rüberschicken, obwohl ich glaube, das dauert immer ein bisschen, bis man die ausgearbeitet hat. Könnt ihr mich gut hören? Ja. Ja, und zwar da veröffentlichen wir etwas später ein Video zu, damit wir ganz genau zeigen, wie der Spread sich zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat. Das braucht aber ein paar Minuten noch. Ja, okay. Aber perfekt. Also da seht ihr es also offensichtlich, da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist super interessant, sich das auch dann mal wirklich in der Praxis anzuschauen, weil da siehst du nämlich auch die Qualität einfach der Liquiditätsanbieter. Und ich habe es ich hab ja ein Buch geschrieben zum Thema Devisenhandel in 2014 war es. Und ich habe dort ungelogen, habe dort in einer Stelle geschrieben, wenn du wirklich wissen willst, wie die Qualität eines Brokers ist, dann ist es so, dass du schauen solltest, was passiert, wenn es wirklich volatil wird am Markt. Und das ist der erste Freitag im Monat, das sind die Non-Farm Payrolls. Und wenn sich dort der Spread in einem ganz soliden Bereich bewegt, dann hast du eine erste sehr gute Indikation, dass es sich um einen potenziell sehr guten Broker handelt. Ich meine, da gibt es natürlich noch andere Dinge, die jetzt da eine Rolle spielen. Im Falle von Tickmill, FCA-Regulierung beispielsweise, ist eine, die zeigt, dass die Regulierungsansprüche da offensichtlich dann auch sehr hoch sind und dass man das auch sehr, sehr für wichtig erachtet, dort dann dort alles top abzudenken, so wie sich das einfach mal für einen soliden Businesspartner eben gehört. Ja, wie gesagt, also das im Zusammenhang mit der Spread-Ausweitung. Und jetzt, wie gesagt, sind wir liquiditätstechnisch wieder hier auf einem Niveau angekommen, wo wir sagen können, okay, das sieht initial, sieht das so aus, als wenn wir jetzt wieder in einem tiefen, breiten Marktumfeld uns befinden und dann uns entsprechende Setups überlegen könnten. Man hat auch gesehen, zwischenzeitlich übrigens, ich muss mal kurz gucken, habe ich denn die Ausführung gekriegt? Wo der Preis 74,6. Auch das hier. Ich habe jetzt aufs Journal geguckt. Was mache ich jetzt gerade? Ich will euch jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch mal zeigen. Das ist für Trader, wie macht ein Profi das und so weiter. Was mich jetzt gerade natürlich interessiert hat, ist, wie bin ich geslippt worden? Bin ich geslippt worden? Also habe ich eine schlechte Ausführung bekommen? Ihr habt gesehen, ich hatte noch eine zweite Order drin. Das war auch ein Systemtrade. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht böse drum, wenn der japanische Yen Schwierigkeiten hat, während der Euro sich in Richtung 1,18 bewegt. Weil ich euro-japanischer Yen jetzt long bin. Was mich aber natürlich interessiert, ist, wie bin ich denn ausgeführt worden? Und ich hatte hier, und das kann man da sehen, ich hatte eine Buy-Stop-Order drin auf der 129,745, also 74,5. Ja, auf die dritte Nachkommastelle im Yen dann, das wäre die fünfte Nachkommastelle im Euro-US-Dollar beispielsweise. Und ihr seht, ich bin bei 746 ausgeführt worden. Also mit 0,1 Pip schlechter, was zu diesem Zeitpunkt jetzt hier exzellent ist. Also wirklich ganz exzellent. Ich dachte jetzt gerade eben, ob das ein guter Preis geworden ist, weil das natürlich auch das Chance-Risiko-Verhältnis nochmal verändert. Aber exzellent. Absolut perfekt. Ja, und in diesem Zusammenhang. So können wir uns dann als auch wieder hier diesen zwei Positionen widmen. Wie gesagt, DAX. Was ich gerne sehen wollen würde, wäre natürlich, dass wir hier nach Möglichkeit nochmal die 400er-Region anlaufen. Ich habe einen sehr, sehr guten Einstieg offensichtlich in den Trade gekriegt. Euro-Yen haben wir jetzt gar nicht drauf. Das hat aber damit zu tun, er hat mit den Non-Farm Payrolls relativ wenig zu tun. Das, warum der Trade jetzt hier getriggert wurde, hat was mit einer sogenannten Cross-Rate-Betrachtung zu tun. Was heißt das? Also das war mir natürlich klar, dass das durchaus wichtig ist und deswegen muss ich auch sagen, habe ich gerade so ein bisschen auch hier, auch wenn ihr das vielleicht nicht gemerkt habt, aber natürlich so ein bisschen mit Skepsis und Argwohn darauf geguckt, dass wir dann schon die 17:30 dann laufen wollten. Also Euro-Japanischer Yen, die Position, wie gesagt, Systemtrade, ergibt sich aus Euro-US-Dollar multipliziert mit Dollar-Japanischer Yen. Offensichtlich zwei Währungen, die, also wir kürzen klassisch hier, vierte Klasse, Dollar und Dollar weg.
aus dem Zähler und aus dem Nenner, dann bleibt Euro japanischer Yen über. Und folglich ist es natürlich so, dass wenn jetzt Euro US-Dollar anzieht, was er tut, wir sehen es, Love, ja, sehr nett, gut, und zeitgleich eben hier Dollar japanischer Yen Schwierigkeiten hat, Momentum aufzunehmen, ja, dann ist natürlich logisch fast schon, dann muss Euro japanischer Yen steigen. Also wenn der Euro zum US-Dollar anzieht, während sich der US-Dollar zum Yen stabil zeigt, ja, dann muss der Euro zum Yen anziehen, geht gar nicht anders. Ja, das ist eine sogenannte Cross-Rate-Betrachtung. Und ja, ist natürlich sehr schön, dass jetzt dieses Momentum aufkommt. Ich hoffe, dass sich das in den Wochenschluss noch weiter eben hier fortführt. Und jetzt, das ist eigentlich auch super, kann ich super drauf eingehen. Das Schöne ist jetzt natürlich, wir haben hier nicht nur diesen fundamentalen Datensatz, der eine Rolle spielt, sondern wir sehen das wunderschön, diese Symbiose verschiedener Umstände, die jetzt wahrscheinlich eher für weitere Euro-Dollar in dem Fall Stärke sprechen und dann zum Beispiel für, naja, eher so ein bisschen Schwierigkeiten für Dollar-Yen-Momentum aufzunehmen. Was meine ich damit? Nun, es ist zwar so, dass der Datensatz als solches eher US-Dollar-Schwäche favorisiert und wir sehen es. Also, Gold hält sich stabil, hat Schwierigkeiten natürlich hier jetzt gerade den Trigger zu finden, den ich thematisiert habe, und 2,59, 2,60, ja. Nichtsdestotrotz, Gold ist fester auf diese Kerze, das kann man erkennen. Wir starten initial bei 54, sind aktuell 4, 5 Dollar fester. Also insofern, der US-Dollar scheint unter Druck zu sein, während Gold davon profitiert. Etwas, was wir kennen. Euro-US-Dollar legt auch zu, primär wegen der US-Dollar-Schwäche. Und natürlich, Dollar-Yen hat auch Schwierigkeiten, so ein bisschen auf der Unterseite, performt jetzt auf der Unterseite, weil der US-Dollar eben Schwäche zeigt. Das, was jetzt allerdings dann für Euro-Yen spricht, zum Beispiel, oder was mich so ein bisschen in dem Zusammenhang für Euro-Stärke sprechen lässt und für den Yen skeptisch werden lässt, ist die Tatsache, dass der Euro-US-Dollar hier eben dieses signifikant wichtige, und das können wir ja erkennen, Widerstandsniveau um 17, 17,30 rausgenommen hat, während der Dollar-Yen im, ich nenne ihn jetzt mal, währungstechnischen Niemandsland pendelt. Während hier in diesem Bereich durchaus realistisch und legitim erwartet werden darf, dass Momentum aufkommt, weil eben dort potenziell Stop-Orders getriggert werden. Sei es, weil Trader, die gegen diesen Bereich sich short positioniert haben, ausgestoppt werden, oder sei es, wie ich jetzt, der sich dann in diesem Bereich long positionieren würde und eben mit dem Momentum sich positioniert. Es kommt auf jeden Fall hier Nachfrage in den Markt, die in der Lage ist, das Angebot zu übertreffen. Und das heißt, wir haben durch die Non-Farm Payrolls den fundamentalen Trigger, der jetzt schiebt, in dem Fall US-Dollar abverkaufen, oder abverkaufen ist ein hartes Wort, aber US-Dollar unter Druck geraten lässt. Und gleichzeitig geht der Euro-US-Dollar entsprechend bullish über diesen Bereich. Und dann kommt eben noch dieses Momentum auf durch diesen markttechnisch initiierten Nachfrageüberhang. Ja, und Dollar-Yen auch irgendwie, ja, man erkennt, gut, wenn wir jetzt mal da draufklicken, man könnte jetzt ja sagen, ah, da ist doch auch sowas, guck mal, eine Konsolidierungszone, da so, hier, dieser Bereich, ne, gestrige Tiefs waren es, beziehungsweise die heutigen Tiefs, das sind so die Asia-Tiefs. Ja, wir fallen, wir rutschen unter diesem Bereich drunter, aber die Signifikanz dieses Bereiches ist nicht vergleichbar mit der Signifikanz, die sich hier aus einem Wochen- und Vorwochenhoch im Euro-US-Dollar eben ergibt. Und genau deswegen fühlst du dich dann in diesem Moment hier wohler, in dem Fall Euro-Yen-Long, als du dich dann jetzt zum Beispiel in einem Euro-Yen-Short führen würdest, oder beziehungsweise im Dollar-Yen-Short zum Beispiel. Also technisch ist das einfach wesentlich anziehender, attraktiver als das, was der Dollar-Yen hier produziert, weil der eben technisch gerade im sogenannten Niemandsland eben pendelt. Und so sieht man, wie man das schön miteinander kombinieren kann. Also ja, Gold enttäuscht, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Also das ist dünn, dass wir das hier sehen. Beziehungsweise Moment mal kurz, ich mache mal Folgendes. Das ist ja das, was euch interessiert. Und ich mache jetzt ganz bewusst auch den Euro-Yen auf, Euro-Dollar auf. Warum? Weil der einfach technisch am interessantesten ist. Und ich will das, ich mache es grob, ja, jetzt gar nicht hier überkomplizieren. Was wir machen wollen, ist, wir warten auf ein Pullback in dem Bereich alter Hochs und den könnte man als Long Trigger traden. Also das heißt, ein Rücksetzer so in den Bereich um, ich mache es mal 1,1730. Das ist so der Bereich, gegen den man Euro-Yen nochmal long handeln könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ehrlich gesprochen, wenn man den Datensatz sich anschaut und auch die Tatsache, dass Euro jetzt gerade offensichtlich in der Lage ist, Momentum aufzunehmen, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob wir wirklich in der Lage sind, nochmal die 17,30 anzulaufen, weil es könnte durchaus sein, dass wir bereits vorher kehrt machen. Da gibt es dann eine andere Herangehensweise, die man, und das zeichne ich euch jetzt mal hier, wenn auch grob ein.
Es gibt eine andere Herangehensweise, nach welcher man sagt, dass von solch einer Kerze, was ist denn hier, die dann grün wäre, Klick, so, ja, solch einer bullischen News-Kerze, dass man nun von solch einer Kerze aus dieser Länge, die sich ergibt, jetzt gehen wir mal davon aus, schreibe ich mal daneben, diese Kerze. Moment, wir arbeiten jetzt hier mal mit richtigen Zahlen. Also wir haben angefangen, die Kerze bei 17,13. Wir sind hochgelaufen bis, das sind ungefähr 50 Pips. Kommt hin. Also sind 50 Pips. Von dieser Kerze auf News werden dann gerne mal zwischen 30 bis 50% korrigiert. Also das heißt, wenn man jetzt hier 50% nimmt, dann sind es 25 Pips, 30 sind 15. Also sprich, anders formuliert, was man jetzt erwarten würde, wäre, dass wir vielleicht maximal die Hälfte, vielleicht nur auch 30% dieser Kerze korrigieren. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal uns dann hier anschauen, läge unser Long-Trigger-Bereich irgendwo in der Range von 1,1765 ausgehend. Der läge dann im Bereich so um die 40 bis 17,50, also tatsächlich der aktuelle Bereich. Ja, also vielleicht, ich habe gerade gesehen, wir sind vielleicht ein bisschen tiefer sogar noch, dann sind wir so im 45er Bereich hier. Das wäre so der klassische Triggerbereich, den man jetzt aus so einer sogenannten Power Candle nimmt. Also heißt anders formuliert, wenn ich jetzt die Kerze stark grün in eine Richtung trennen sehe, dann kann man sagen, auf so eine News eine Strategie beinhaltet zu warten, bis der Markt 30 bis 50% dieser Kerze korrigiert hat, was für uns bedeuten würde, dass wir in dem Bereich bis 17,35 bis 17,45 laufen, was wiederum unterstreicht, vielleicht gehen wir gar nicht bis in diesen Ausbruchniveau hier um 17,20, sondern würden vorher schon wieder Long drehen, und würden dann aus diesem Bereich versuchen, uns in Richtung des vorherrschenden Momentums zu positionieren. Mit dem Ziel, dass es, ja, wie gesagt, zu einem Lauf in Richtung dann der 1,18er Region ungefähr kommt. Ich würde mal sagen, vielleicht sogar gebe ich dem Potenzial bis 18,20. Das könnte man vielleicht auch mal hier schreiben. Wie sähe dann ein News Trading Setup aus? Ich schreibe das mal auf. News Trading Setup. Ich muss übrigens an der Stelle gleich auch mal schauen, ob wir die Korrektur schon gesehen haben. Übrigens. Das wäre jetzt alles andere als optimal natürlich, weil wir dann keinen Live-Trade haben. Aber ich hoffe, dass der Mehrwert, den ich hier durch meine Ausführung zur Verfügung stelle, dass der euch früher oder später in die Position bringt, zu sagen, ist ja viel cooler zu wissen, wie man das macht, dann kann ich es beim nächsten Mal selber machen. So, und zwar News Trading Setup Euro-USD. Und ich sagte jetzt also 1,17, was habe ich gesagt? 35, ne? Genau, 35. Wo setze ich den Stop? Wo läge jetzt mein Ziel? Also Ziel wüssten wir jetzt schon, läge bei 1,1820. Aber wo läge denn der Stop? Was wäre denn ein sinnvolles Stop-Level? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man die wirklich dann so weit setzen sollte bis 16,70, ehrlich gesagt, weil es ein Intraday-Setup ist und weil das auch relativ zügig ablaufen sollte. Heißt also etwas anders formuliert, mein Favorit in dem Zusammenhang wäre, dass wir den Stop vielleicht hier unter das Pre-NFP-Tief legen. Das wäre dann so der Bereich um 17. 10, 17, 11 ungefähr, wo ich ihn haben wollen würde. Also das heißt, mal 17, 10. Das wäre also in dem Fall ein Risiko von 25 Pips. Und das Ziel, Chance, natürlich Chance, läge, was haben wir gesagt, 85 wären es dann. Was schon zeigt, das ist ziemlich attraktiv, das CRV, Chance-Risiko-Verhältnis ist größer 3 zu 1. Also das wäre jetzt so meine Idee auf ein klassisches News Trading Setup für den Euro-US-Dollar. Und wie gesagt, Basis des Ganzen, so sieht das Setup aus, Basis des Ganzen ist eben, dass ich sage, ich sehe die initiale bullische Kerze auf die News, die gepusht wird dann. In dem Fall, wie gesagt, überstreckt sich das tatsächlich über zwei Kerzen. Das ist auch nicht so üblich, ehrlich gesprochen. Und dann ist es eben so, das muss ich mal gucken. Ja, und dann ist es eben entsprechend so, dass man ausgehend von dieser Kerze, dann von diesen 50 Pips, die der Markt hier hat, sagt, davon gehe ich jetzt von aus, dass 30 bis 50 Pips korrigiert werden. Das ist mein Triggerbereich, der liegt dann also in diesem Fall um 17,35 und dann arbeite ich mit einem Stop unter dem
Tief, was sich vor den NFPs ausgebildet hat. Also in unserem Fall ist es dann eben hier dieser Bereich um die 1710 ungefähr. Und so lässt sich dann das Setup formulieren. Also jetzt, was wir jetzt sehen, ist genau dieses Anlaufen des Triggers. Das ist jetzt die 1745, die da gerade, ach nee, 35 haben wir gesagt, nicht 45. Das wäre jetzt der erste Trigger, das wäre der aggressive Einstieg, früher als, nicht früher, sondern aggressiver, so, also. Das heißt, der erste Einstiegbereich 45, der etwas konservativere Bereich, weil etwas tiefer und auch ein besseres CRV versprechend, liegt eben bei 1725. Und ja, so könnte das jetzt, so könnte sich das jetzt darstellen. Was natürlich zu berücksichtigen ist, ist Folgendes. So, ich mache den mal wieder kurz zusammen. Was natürlich jetzt interessant ist, man achte jetzt mal genau darauf oder man schaue sich mal diese vier Märkte im Vergleich an. DAX nach dem initial bullischen Impuls, wo auch immer der übrigens herkam. Wie gesagt, der DAX macht sowieso, was er will, deswegen Interpretation sparen wir uns einfach. Sehr interessant, wird komplett wieder abverkauft, diese Kerze. Euro-US-Dollar verliert ein bisschen was, es ist nicht viel. Also wir handeln definitiv oberhalb des Ausbruchniveaus, das ist immer noch bullish und der Retest ist jetzt durchaus etwas, was auch einzukalkulieren ist. Wir sehen Dollar-japanischen Yen nach einem Impuls bis runter in den Bereich um ungefähr 110,40, korrigiert auch hier Teil dieser Aufschläge wieder. Wir sehen Gold nach initialem bullischen Impuls ist auch wieder fast auf dem Ausgangsniveau. Ich befürchte, dass wir hier jetzt in diesem Zusammenhang genau das sehen, was ich da im letzten Satz geschrieben habe. Wahrscheinlichkeit zweiter Zinsanhebung in H2 bliebe unverändert. Eigentlich ist es ein Non-Event, nämlich es hat sich ja nichts verändert hinsichtlich irgendwelchen Erwartungshaltungen. Wobei aber durch den Bruch jetzt über die 17,30 wenigstens im Euro-US-Dollar dieses Trigger-Level überwunden werden konnte, durch die News initiiert, was wie gesagt Aufwärtspotenzial bis mindestens 1,18 kurzfristig freisetzen würde. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Reaktion im Markt anschaut, dann sieht es ganz danach aus, als wenn der Markt jetzt trotz der Tatsache, wie gesagt, der Datensatz ist alles in allem als durchwachsen zu bezeichnen. Es geht nicht um die neu geschaffenen Stellen tatsächlich, sondern der Hauptfokus liegt auf den Average Hourly Earnings, also die durchschnittlichen Stundenlöhne. Warum eigentlich? Das könnte ich jetzt mal ganz kurz beantworten. Das ist ja sicherlich interessant für den einen oder anderen. Warum eigentlich? Das hat eine ganz plumpe Überlegung, dass man nämlich sagt, naja, wenn die durchschnittlichen Stundenlöhne steigen, gehe ich davon aus, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Und wenn sie mehr Geld in der Tasche haben, dann ist es eben entsprechend so, dass wir ausgehend davon, ja, dass wir einen entsprechend positiven Impuls auf die US-Wirtschaft eben zu sehen bekommen dürfen, weil die Leute natürlich mehr konsumieren können mit mehr Geld in der Tasche und dann tendenziell dies auch tun werden. Das wiederum hat dann wiederum Auswirkungen darauf, dass man durch den höheren Konsum eine natürliche Preissteigerung sieht, also eine Inflation anzieht, der die Fed dann wiederum damit begegnen wird, dass sie sagt, okay, wir werden den Zins eher anheben. Und wenn diese durchschnittlichen Stundenlöhne unter der Erwartung veröffentlicht werden, dann ist es eben in diesem Zusammenhang so, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Fed das nicht tut. Und genau deswegen reagiert der Markt, der US-Dollar, da initial bearish drauf. Aber nochmal, es hat sich ja hinsichtlich der Erwartungshaltung eigentlich nichts geändert, denn der Datensatz, jetzt habe ich nicht genau die Statistiken gecheckt, aber der liegt wahrscheinlich immer noch im Bereich um, wenn nicht sogar leicht über dem, was im Durchschnitt über die letzten X Monate hier an neu geschaffenen Jobs sich in den USA dann präsentiert hat. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen soll, auch übrigens, ergänzend kommt noch zu, ich sehe gerade Labor Force Part Rate Up. Das heißt, die Durchschnitt, also die Partizipationsrate, die Leute, die dort mit einbezogen worden sind in die Kalkulation, diese Zahl ist nach oben gestiegen, was natürlich bedeutet, dass ein größerer Pool an zu betrachteten Arbeitskräften berücksichtigt wird. Was wiederum bedeutet, dass natürlich diese Zahl, wenn sie dann über der Erwartung von 195.000 liegt, was natürlich dann wiederum impliziert, dass hier offensichtlich ein solides Momentum eben tatsächlich dann auch am Arbeitsmarkt aufkommt. Problem ist jetzt halt nur, das wäre die nächste Komponente, die ich jetzt berücksichtigen würde. Bei Arbeitsmarktzahlen generell ist es immer so, sollte man auch zwischen den Zeilen gucken, wo wurden die Jobs denn geschaffen? Wenn das jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Bulettendreher sind oder irgendwie sowas bei McDonald's, dann ist dann wieder bei den Average Hourly Earnings. Jemand, der bei McDonald's arbeitet, wird tendenziell nicht so viel Geld verdienen, dass er in der Lage ist, eben die Wirtschaft dahingehend zu stimulieren durch seinen Konsum, dass eben die Inflation
auf den Weg oder aggressiv oder stärkere Inflation auf den Weg gebracht wird. Und das ist natürlich etwas, was auch zu berücksichtigen ist bei den neu geschaffenen Stellen. Aber das sind alles Details. Was wichtig ist, ist das jetzt im Endeffekt, was der Markt da draus macht. Und wenn man sich die derzeitige Performance hier betrachtet, dann sieht es erstmal unspektakulär aus, weil im Großen und Ganzen, wie gesagt, der DAX ist nahezu wieder auf Ausgangsniveau, genauso wie Gold auch. Dollar-Yen kommt nicht so richtig auf der Unterseite zum Laufen, aber Euro-US-Dollar hält sich oberhalb des Ausbruchniveaus. Und das ist ein positives Zeichen, was wiederum nochmal unser hier gerade formuliertes Setup vielleicht nochmal so ein bisschen unterstreicht. Und nochmal, ich will es auch sagen, es ist nicht uneigennützig, wenn du Euro-Yen-Long bist und diese durchwachsene Vorstellung Dollar-Yen siehst, dann willst du natürlich, dass Euro-US-Dollar Richtung 1,18 marschiert, denn das treibt auch deinen Trade im euro-japanischen Yen folglich natürlich. So, okay, was ich jetzt mache, selbstverständlich ist, ich werde mich mal den Fragen widmen. Einen Augenblick. So, Moment, ich habe jetzt gerade gesehen, das ist ein ganz langer Text vom Sven, den muss ich erstmal lesen. Okay, also wenn die Märkte eine der erwarteten Zinserhöhungen erst einmal auspreist, dann könnte das die Aktienwerte auch zunächst wieder steigen lassen. Auch vor dem Hintergrund, dass sich der DAX bereits heute um 100 Punkte zurückentwickelt hat. Wenn die LFIs nur leicht enttäuschen, dann könnte nach auch die 12,6 wieder möglich sein. Das sehe ich natürlich alles ganz anders. Weil, wie gesagt, wenn du short positioniert bist, dann sind das natürlich, wobei deine Argumentation völlig richtig ist. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja gerade geschildert, was meine Denke dann dabei ist. Das ist übrigens auch ganz interessant. Ich folge halt meinen Ausführungen in diesem Zusammenhang. Und ich kann das ja auch alles, ich würde mal jetzt behaupten, relativ gut argumentieren. Ich würde auch behaupten, ich könnte mich jetzt auf ein Podium setzen und könnte auch mit einigen Volkswirten, die von mir aus auch promoviert haben, recht gut eben mich unterhalten und meinen Standpunkt auch entsprechend kommunizieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, und da sind wir dann bei der Trading-Psychologie, wir erinnern uns dran, wir hatten am Dienstag ja hier bei Tickmill im Zuge dieser Serie ein Webinar. Die Trading-Psychologie spielt eine ganz entscheidende Rolle und in diesem Zusammenhang auch die Behavioral Finance. Und wir haben dieses kleine Spiel dort gespielt, mit welchem Tipp ihr, nee, beziehungsweise welches Spiel ihr spielt, welche Option ihr wählt. Ihr erinnert euch dran, diese zwei Optionen aus den zwei Spielen. Und das, was ich jetzt hier natürlich präsentiere, natürlich ist das im Einklang mit den von mir eingegangenen Positionen. Natürlich sehe ich Euro-US-Dollar bis 1,18 laufen, Dollar-Yen stabil und den DAX eher bis 4 fallen, als dass ich ihn jetzt wieder steigen sehe. Warum? Weil ich in einer Position bin und dadurch natürlich eine ganz andere Einschätzung zum Markt habe und natürlich die von mir favorisierten Szenarien oder meine Positionierung wahrscheinlich treibenden Argumente vortragen werde. Das ist etwas, was ich natürlich im Hinterkopf behalten muss. Das Interessante ist allerdings jetzt, jetzt könnte man natürlich dann sagen, naja, also dann ist das sowieso alles in Frage zu stellen, was du präsentierst. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, selbst wenn ich anderer Auffassung wäre, würde ich an den Trades nicht ändern. Denn die Trades würden systematisch eingegangen werden. Also ich bin in den Positionen jetzt drin, die Trigger sind gefunden, die Positionen sind eingegangen und was ich jetzt noch beeinflusse, ist, wie ich den Trade manage. Das heißt also, im Falle, dass der Markt für mich läuft, wie im Euro-US-Dollar, Entschuldigung, im DAX beispielsweise, dass ich dann mit dem Stop aggressiver werde oder im Falle Euro-Yen zum Beispiel, dass ich jetzt vielleicht dann, nachdem der Markt einen eher verdient hat, den Stop auf Break-Even ziehe. Aber unterm Strich ist es erstmal so, dass das System entscheidet, ob es Long oder Short geht und ich an dieser Stelle nicht interveniere. Wenn der Einstieg in den Trade geplant ist, dann wird der Trade aufgenommen und fertig. Es gibt für mich derzeit keinen Grund, in irgendeiner Form dort von abzuweichen. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich etwas, ich möchte das abschließen oder nochmal mit einfließen lassen, natürlich, was man berücksichtigen sollte, wenn man meine Ausführungen führt. Bis jetzt sind sie aber ja dennoch einigermaßen gut gewesen. Also sieht ja ganz danach aus, als wenn ich mit meinen Einschätzungen jetzt trotz der Positionierung und meiner, wie gesagt, meines Bias, den ich habe, damit einigermaßen gut gelegen habe. So, nochmal, also 12 Meter, wie du ja auch gesagt hast, folgt der Peak ja einiges Zeit, was ist das erste Mal zwischen. Das ist natürlich jetzt faszinierend. Das habe ich noch nicht gelesen. Sven schreibt jetzt gerade, ich argumentiere mental verzerrt, ich bin long. Also er hat genau die gegenteilige Position von mir. Deswegen kann ich auch voll und ganz deine Argumentation nachvollziehen, weil ich ja als Short Argumentierender genau andersrum liege. Was mich jetzt natürlich sehr interessieren würde, wäre, wie managst du die Trade jetzt? Also, denn du hast initial den bullischen Impuls gesehen, aber gehst du jetzt auf diese doch deutlich auszumachende bärische Reaktion? Aggressiver mit deinem Stop vor. Das wäre, glaube ich, das, was sehr interessant wäre.
So, also ich würde gerne heute die 12.6 sehen, bevor ich ins Wochenende gehe. Ich vermute, HB ist folglich auch long. Wie gesagt, ich würde gerne, ich wünsche es euch, ja, aber ich muss auf der Kehrseite sagen, sorry Jungs, ich bin short. Also ich kann euren Wunsch verstehen, aber nichtsdestotrotz kann ich eure Hoffnung nicht teilen, denn ich sehe den Markt eher bis noch 12.300 fallen, noch tiefer. Ja, warum? Ja, ich bin halt short. Also wie gesagt, also derzeit ist das natürlich die Reaktion, aber zurück zum Markt und ernst bei der Sache. Die Reaktion deutet darauf hin, dass der DAX wirklich, wirklich Schwierigkeiten hat, hier Momentum nach oben aufzunehmen, nach dieser initial bullischen Reaktion. Und das könnte der Beginn jetzt noch eines signifikanteren Drops nach unten sein. Wir müssen natürlich abwarten. Wir haben noch die US-Märkte, die natürlich um 15:30 Uhr in den Markt kommen. Und in dem Zusammenhang, schade, ich habe es nicht vorbereitet. Ich müsste wahrscheinlich jetzt die Slides wechseln. Okay, dann lassen wir es. Weil, wenn ihr euch den Daily Chart anschaut, im Dow Jones zum Beispiel, dann fällt auf, dass es nicht gelingt, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Und gefühlt, muss ich sagen, glaube ich, dass wir durchaus heute nochmal realistisch die 24.000 anlaufen könnten. Und ausgehend davon wäre auch auf den Datensatz, also wenn ich mir jetzt die Equity-Reaktion anschaue, es käme nicht überraschend. Was natürlich wiederum jetzt, das ist auch interessant, was natürlich jetzt interessante Auswirkungen für Euro-Yen hätte, weil der japanische Yen, der sollte solch eine Risk-Off-Etablierung sich jetzt manifestieren im Markt. Ja, das ist natürlich so, dass ich dann Euro-Yen-Long ein bisschen schwierig wiederum sehe, weil da glaube ich nämlich, dass der Yen eher solide performt, was dann wiederum weiterem Aufwärtsmomentum in diesem Euro-Yen-Trade entgegensteht. Ja, aber das ist alles rein spekulativ. Also wie gesagt, meine Aufgabe ist jetzt bei allen Argumenten, die ich finden könnte, warum es für den DAX so, warum es für Euro-Yen so und so kommen könnte, meine Argumentation ist eine relativ, oder beziehungsweise meine Aufgabe als Trader ist jetzt, das Risiko entsprechend zu managen, meinem Plan zu folgen, den ich habe, und aus den Trades das Optimum hinsichtlich des Erwartungswertes zu machen. Also den Erwartungswert nach Möglichkeit zu optimieren. Ich weiß, dass ich mit einem positiven Erwartungswert trade. Und alles Weitere entscheidet der Markt tatsächlich. Also ich kann, wie gesagt, Sie können uns super darüber unterhalten, es macht Riesenspaß, aber am Ende wird der Markt sowieso machen, was er will. Und besonders wer den DAX ein bisschen aktiver tradet, der weiß genau, wovon ich rede. Der macht erst recht, was er will. So, okay, so. Okay, das ist auch ein interessanter Hinweis von Marco. Wobei natürlich jetzt gerade so ein bisschen das Problem ist, dass die US-Märkte erst mit der Kasse, dass die erst natürlich in einer halben Stunde reinkommen. Marco sagt nämlich gerade, dass er nicht den DAX betrachtet bei diesen Events, ganz besonders News, sondern dass er sich da am Dow Jones zum Beispiel orientiert, wo natürlich jetzt, wie gesagt, in einer halben Stunde sowieso das Hauptvolumen in den Markt kommt. Also ist klar. Ja, da geht dann entsprechend die Post ab und dann wird sich auch das Interesse von den europäischen Märkten sehr schnell, sehr stark und zügig in Richtung der von Europa in Richtung der USA orientieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, gerade ist so ein bisschen gefangen, weil, wie gesagt, wir sind ja, in dieser Übergangsphase gerade. Und genau da könnte es eben sein, dass gerade noch so ein bisschen der Hauptimpuls vielleicht seitens der europäischen Märkte geliefert wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Überlegung, besonders mit zunehmender Handelsdauer aus unserer Perspektive ab dem, sagen wir mal, 14 Uhr, so in den frühen Nachmittag hinein, sich in Richtung der US-Märkte zu orientieren, weil, wie gesagt, da das Hauptvolumen und dann auch die Haupttrends entsprechend etabliert werden, denen dann eventuell, muss man mittlerweile auch sagen, die europäischen Märkte folgen. Aktuell ist manchmal sogar so, dass sich der europäische Markt so ein bisschen abzukoppeln scheint, von den Entwicklungen dort im Dow Jones. Wir schauen uns das einfach an. Und ich sehe jetzt gerade auch, es ist das perfekte Schlusswort. Das ist nämlich genau 15 Uhr und damit ist das Live-Trading-Event jetzt zu den NFTs gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ein bisschen was mitnehmen können. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir hier dann auch tatsächlich zwei Trades haben thematisieren können und auch noch ein ergänzendes Setup dazu. Wir werden das weiter beobachten. Ja, der Trigger wurde ja gefunden eigentlich mittlerweile. Ich gucke mal kurz. Nee, der wurde noch nicht gefunden. Also die 45 Jahre, das war das, was ich hier thematisiert hatte. Ja, dieses Level, das Aggressive. Aber das 35er Level wurde noch nicht gesehen. Vielleicht dippen wir nochmal diese 10 Pips, sind es ungefähr von hier, ein Stück weit tiefer. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, vielleicht wird er auch gar nicht getriggert. Also ich bin auf jeden Fall schon Euro-Yen-Long in dem Fall. Das heißt, also ich fände es jetzt nicht so blöd, wenn er sofort anziehen würde.
Ja, das wäre es mein Satz gewesen. Ich wünsche euch ein schönes, erholsames Wochenende. Wie gesagt, habt Spaß, genießt hoffentlich ein schönes Wetter und hoffe, dass ihr hier was mitnehmen könnt. Und meinerseits, wie gesagt, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Montag hören wir uns wieder und dann soll es das jetzt meinerseits gewesen sein. Habt euch also wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.